Der Ratinger Hof, Ende der 70er Jahre. Schmelztiegel von Punk und Kunst. Mittendrin Peter Hein, einer der Pioniere des Punks in Deutschland. Wir waren ja ursprünglich Charlie's Girls, haben uns im Hof mitten im Konzert in Mittagspause umbenannt. Thomas und ich haben mit Markus zusammen noch gedacht, jetzt müssen wir mal irgendwas anderes machen und haben Ska machen wollen, um die Welt zu beherrschen. Das ist dann gescheitert, aber wir sind dann eben die Fehlfahren geworden, weil wir uns noch ein paar Leute gesucht haben, die was konnten im Gegensatz zu uns. Also so ein paar Musiker aus der damaligen Welt. Als Singer und Songwriter der Band konnte er seinen Gedanken freien Lauf lassen. Seine große Stärke? Gefühle der damaligen Zeit in Worte fassen. Von Parolen bis zur Alltagspoesie. Mit Monarchie und Alltag setzen die Fehlfarben einen Meilenstein der deutschen Musikgeschichte und erschaffen ein Album, das die Jugendlichen im trostlosen Grau der frühen 80er Jahre abholt. Wir wollten ja eigentlich nur so halbwegs so sein wie die Engländer und waren halt rheinische Deppen oder frohe Naturen, man weiß es nicht. Erst viele Jahre später listet es der deutschsprachige Rolling Stone auf Platz 1 der 50 besten deutschen Platten. Kurz nach der Veröffentlichung verlässt Peter Hein die Fehlfarben und entscheidet sich stattdessen für seinen Job als Bürokaufmann. Die Musik bleibt trotzdem sein Begleiter, zum Beispiel als Sänger der Band Family Five. Erst 1991 kehrt er zu den Fehlfarben zurück. Bis heute stehen sie gemeinsam auf der Bühne. Ein Ende noch lange nicht in Sicht. Es geht voran! Eigentlich wäre die neue Platte letztes Jahr fällig gewesen. Aber wir arbeiten dran, wir arbeiten weiter. Also wir sind so guter Dinge, sag ich mal. Die Hälfte ist fertig, jetzt müssen wir die andere Hälfte auch noch irgendwie hinkriegen. Also das geht schon weiter. Und dann eben noch eine und noch eine und noch eine und dann fallen wir um. Peter Hein hat vor über 40 Jahren die Musikszene in Düsseldorf inspiriert, die neue deutsche Welle mitbegründet. Das Album der Fehlfarben Monarchie und Alltag mit seinem absoluten Superhit Ein Jahr, es geht voran war nicht nur der Klassiker, sondern ist auch heute in der Pandemie ein Zeichen für ein gutes Ende. Und deswegen freuen wir uns, das Lebenswerk zu präsentieren für Peter Hein als Düsseldorfer des Jahres. Pause, Geschichte wird gemacht.